Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Es geht weiter. Wir befinden uns mal wieder in der U-Bahn. Wir müssen die ganze Welt nochmal durchstreifen, diesmal aber mit anderen Zielen. Wir müssen diesen Joseph eventuell finden, beziehungsweise seinen Recherchen folgen, damit wir eventuell eine Chance gegen die Serienmorde von Walder Sullivan haben, der ja auch immer pissiger wird, wie man gemerkt hat. Gehen wir erstmal auf Toilette. Hör schon wieder irgendwas. Ja, da schluppelt was rum in der Toilette. Was bist du? Ach, ihr seid die Viecher, okay. Euch werde ich einfach zertreten. Auch das ganz Dicke da hinten. Ach, ist das widerlich. Ja, hier war früher mal dieses seltsame Cynthia-Statue oder was auch immer. Ich gehe jetzt nicht in mein Zimmer. Ich gehe da wirklich nur noch rein, wenn ich speichern muss. Weil, ihr wisst ja, auch da ist es nicht mehr sicher. Ich glaube nicht, dass da jemand drin ist. Ja, aber du weißt es nicht, Henry. Du weißt es nicht. So, Aileen, ich hoffe, es stört dich nicht, aber ich würde auch in die Herrentoilette kurz mal reingucken. Es wird hier eh keiner drin sein. Oder doch? Das Geräusch kam schon immer. Wird es jetzt einen Sinn ergeben? Nein, aber ich habe Nährstoff drin gefunden. Immerhin. Sieht aus, als wäre niemand drin. Sieht aus, als wäre niemand drin. Gott. Das mysteriöse Geräusch, es wird sich auch diesmal nicht aufklären. Moment, welches Monster macht denn solche Geräusche? This looks like South Ashfield Station. Ja, das weiß ich. Ich mache mir eher Sorgen um die Geräusche. Ist alles ruhig. Nichts passiert. Okay, das ist ja gut. Bin da reingetreten. Eine Taschenlampe hat man im Spiel nicht, ne? Ich glaube, das habe ich jetzt schon 3-4 Mal gefragt. Egal. Ja, Freunde, darf ich vorstellen, das ist der Geist von Cynthia. Der wird uns deutlich penetranter wie die gewöhnlichen Geister verfolgen, auch wenn er jetzt gerade relativ harmlos scheint. Aber naja, wir werden sehr viel Stress noch mit diesem Geist haben, so viel ist sicher. Das ist das eine große Übel, von dem ich sprach. Ich habe ja gesagt, es kommen noch zwei große Übel in der zweiten Hälfte. Und ja, wir werden jetzt immer mit so besonderen Geistern, die wir ein bisschen kennen von früher, werden wir jetzt immer zu tun haben, leider. Und schön, ne? Wir gehen dann mal da lang. Natürlich, das Problem ist jetzt halt, natürlich, wir können sie absolut ignorieren, wir laufen einfach dran vorbei.
Wobei die auch hartnäckiger sind und jetzt zum Beispiel auch hier in dem Gebiet noch kommen könnte, glaube ich. Also die wird sich jetzt nicht nur in dem einen Gebiet aufhalten. Meine ich zumindest. Ich wünschte, ich würde mich irren. Ah, Mist, ich wollte gerade so schön aufladen, Menno. Ah, jetzt macht das. Ah, nur einer getroffen, shit. Ich muss schnell auf den drehen, bitte. Ach, Mist. Zum Glück sind die anderen gerade sehr... chillig drauf. Das Problem ist jetzt mit diesen Geistern einfach, wir haben Aileen bei uns. Und wir müssen nicht nur auf uns aufpassen. Ah, das ist auch doch gut. Ja, wir müssen nicht nur auf uns aufpassen, wir müssen... Ach, das ist so schlimm mit dem Flimmern. Es tut mir so leid, Leute, dass das jetzt so extrem ist. So. Erstmal das hier nehmen. Ja. Also jetzt nochmal in Ruhe, ohne Flimmern und so. Wir müssen jetzt halt wirklich wegen diesen Geistern extrem aufpassen, dass Aileen da nicht zu Schaden kommt. Das heißt, wegrennen, ja klar, aber nicht zu schnell, sonst kommt sie vielleicht nicht nach. Und dann wisst man nicht, ob der Geist sie hat. Und töten, klar, ne, Geister mit dem Schwert wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall. Wenn es nicht anders geht, werde ich das auch tun. Müssen wir nur gucken, dass wir, bevor wir das Areal wechseln, das Schwert auch wieder mit an uns nehmen. Und ja, jetzt haben wir den Nährstoffdrink. Ich bin gerade echt verärgert über diese Grafikbugs, dass die jetzt erst in der zweiten Hälfte kommen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auf, keine Ahnung, auf dem Emulator gespielt oder so. Dann hätte man das Problem jetzt nicht, aber ich konnte es nicht wissen, es tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Das juckt mich wahrscheinlich wieder mehr wie euch, aber es nervt wirklich. Echt schade. Gerade in so großen Arealen, da spinnt das total rum, ne? Das liegt halt dann, also seid gewarnt, wenn ihr jemals mit der PlayStation 3 das spielen wollt, besser nicht. In der zweiten Hälfte wird's murksig. So, auf diesem Weg sollte ich die Straße erreichen, aber das ist eine Sackgasse. Ich will die Kerze haben. Das ist doch eine, oder? Ist doch eindeutig so eine Kerze. Ne, ich scheine mich zu irren. Nee, doch, haha. Silberkugel. Silberkugel? Munition Anti-Geist. Spezielle Kugeln gegen Geister. Geringer Durchmesser mit Pistole verwenden. Wusste ich gar nicht mehr, dass es das gibt. Okay, jetzt sind wir leider voll. Das ist weniger gut. So, da hinten durch. Okay, du bist gekommen. Schon Sorgen gemacht. So. Auch hier ist eine Sackgasse. Ich glaube, wir müssen zurück. Ich glaube, wir müssen ins Haus. In den Raum. In die Wohnung. Weil wir müssen U-Bahn fahren. Ich habe diese Münzen nicht dabei. Und außerdem bin ich voll, was ja natürlich auch blöd ist. So, mal einen Blick auf die Karte nochmal. Waren wir hier? Ah, dann geht es angeblich auch nicht weiter. Ja, ist fest so. Okay. Müssen wir jetzt leider wieder an dem Cynthia-Geist vorbei. Die ja so richtig gruselig auch aussieht, ne? Das ist so dieses typische Japano-Geister-Baumädel. Da ist sie. Komm, wir gehen mal da lang. Oh, ich hab grad so eine. So ein bisschen, ich weiß nicht. Den Bedarf, dass wir so rumgehen. Komm, 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 renn, 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 bitte, Aileen. Aileen. Ah. Komm schon, Cynthia, ich hab dir nie was getan. So, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, bleib doch liegen, du Olle. Hä? This looks like the station closest to our apartment. Die ganzen Haare, wie sie da rumliegen. Ist die jetzt abgehauen? Ah! Hör auf zu kriechen, das ist ja ekelhaft. So, dürfte ich dir jetzt bitte ein Messer reinrammen? Geht nicht. Kann ich das nicht bei den besonderen Geistern? Ich dachte, das ging. Oder die liegt noch nicht richtig. Warum hast du eigentlich jetzt auf einmal schwarze Haare? Hopp, komm schon. Nee, es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, das geht. Muss doch gehen hier. Nee, keine Chance. Da willst du schon wieder aufstehen.
Vielleicht war das hier die Besonderheit, dass es eben nicht geht. Oh Gott! Lässt du Aline in Ruhe? Ist das ekelhaft, oder? Ich probier's jetzt noch einmal. Ah, lass das! Ey! War das dieser spezielle Gefallen, von dem du geredet hast? Jetzt hat's geklappt, Leute. So, den hätten wir erstmal festgenagelt. Oh, das ist wirklich am sinnvollsten, dass man diese Geister, weil wie gesagt, die können auch das Areal verlassen. Und wir müssen hier sowieso gleich nochmal hin. Und mit den Münzen da rummachen und so weiter, da kann ich die echt nicht gebrauchen. Moment, warum sind die Gegner wieder da? Das wäre ja dann auch nochmal so eine fiese Sache, die eigentlich nicht sein müsste. Gegner kommen jetzt wieder? Okay, noch ein Übel in der zweiten Hälfte, das ich schon ganz verdrängt habe. Mache ich euch jetzt aber nicht höre die ganze Zeit. Das ist ja blöd. So, es ist halt nur wichtig, wie gesagt, dass wir uns unbedingt dann das Schwert wiederholen. Es soll ja noch mehr geben. Die sind auch wieder da, ey. Also das finde ich jetzt richtig mies, dass die wiederkommen. Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich weiß nie genau, wann das Areal wechselt. Weil wenn es erstmal wechselt, dann kommen wir, glaube ich, nicht mehr zurück. Und dann hätten wir das Schwert liegen gelassen und das wäre nicht so schön. So, ab ins Loch. Vielleicht sollten wir hier jetzt auch mal die erste Kerze sprechen, wenn ich jetzt schon... Na, mal gucken, wo der Spuk genau ist. Aber ich möchte halt relativ sparsam damit umgehen. Denn wenn wir so eine Kerze machen, die hält halt nicht ewig, ne? Ist dann einmal hat man dann seine Ruhe. Dann kann es wieder losgehen. Oh Gott, der Spuk hat sich vergrößert, erweitert. Nicht nur am Fenster, sondern anscheinend auch an der Uhr, so wie das klingt. Na prima. Da fühlt man sich doch echt wohl. So, ich werde eins mitnehmen. Die Kerze tue ich auch nochmal raus. Die Silberkugeln, die hebe ich mir für andere Geister auf. Das sind ja ist der erste von, ne? Ihr wisst ja, wem wir noch so begegnet sind. Ja. So, weswegen wir eigentlich hier sind. Die Münzen. So. Also ich glaube zumindest dazu, dass wir die jetzt brauchen. Ich hau am besten gleich wieder ab. Ich will jetzt noch nicht speichern. Oh, wir haben neue Zettelchen bekommen. Na dann, bleib ich doch erst nochmal hier. Hier steckt ein Fetzen rotes Papier. Ich habe zwei geheimnisvolle und wirkungsvolle Artefakte gefunden, die beim Vermeiden von Geistopfern sehr effektiv zu sein scheinen. Die heilige Kerze und das Heiligenmedaillon. Ja, da bekommen wir jetzt nochmal die Erklärung. Sie sind nicht nur effektiv gegen die Geistopfer in den anderen Welt, sie scheinen auch daran zu hindern, in meinem Zimmer einzudringen. Einfach die Kerze in der Nähe des Eintrittspunkts entzünden und ihre heilige Kraft ist aktiviert. Das Heiligenmedaillon scheint unheilige Energie abzuwehren, wenn es getragen wird. Aha, Moment mal, das Heiligenmedaillon scheint unheilige Energie abzuwehren, wenn es getragen wird. Ich beginne Hoffnung zu schöpfen. 25. Juli. Moment mal, das ist ein Ausrüstungs-Item. Hole ich mir das Heiligenmedaillon mal gleich. Ich dachte, das verbraucht sich. Es ist ein schmutziger Umschlag. Darin sind ein Brief und ein Spielzeugschlüssel. Mutti, ich geb dir das, also wach bitte bald auf. Es ist in meinem Spielzeugzug. Spielzeugzug? Sie legen den Kinderbrief in ihr Notizheft. Sie haben den Spielzeugschlüssel. Ein schlüsselförmiges Kinderspielzeug aus Plastik. Aha. Hatten wir da nicht mal was gesehen in der U-Bahn? Könnt ihr euch erinnern? Also ich kann mich an da was erinnern. So, ich hole mir mal dieses Heiligenmedaillon jetzt noch raus. Habe schon wieder fast das ganze Inventar voll. Mensch. Heiligenmedaillon, Antigeist, kann zusammen mit einer Waffe verwendet werden. Ah, nur vorübergehend. Es wird also verbraucht.
Schade, dann habe ich das nur falsch verstanden. Nee, dann hebe ich mir das noch auf. Ich weiß, ich wirke immer so geizig, aber das aus gutem Grunde. Na gut, ich gehe dann mal. Ich will noch nicht speichern. Das nächste Mal dann. So, ich hoffe, das sind ja immer noch schön festgenagelt ist. Also, das Schwert, wenn das jetzt weg ist, nur weil ich, das wäre sehr ärgerlich, aber das kann nicht sein. Die muss immer noch festgenagelt sein. Ich hoffe, das hat sich das Spiel gemerkt. Hallöchen, da bin ich wieder. Hat doch gar nicht lang gedauert, oder? Und glaub mir, in meiner Wohnung ist gerade auch nicht besser wie hier. So, ich habe jetzt keinen Bock auf die Affen. Genau, das ist halt gefährlich, ne? Wenn die Affen jetzt von hinten kommen und angreifen, aber gut. Zum Glück sind die nicht so aggro. Genau, daher höre ich noch Cynthia. Wie sie festgenagelt ist, sehr gut. Dann wird die uns jetzt auch nicht nachschweben und stören. Das ist ganz wichtig. So, und wir können uns hier in Ruhe auch umschauen. Stationsführer. Aber der Text ist total verschwommen, absolut nutzlos. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin müssen. Das ist ein Ausgang der Linie King Street. Wahrscheinlich wird eh nur ein Weg gehen. Verstehe ich falsch? Ich könnte gehen, wenn ich eine Linse der... eine Münze. Ich bin sicher, dass ich eine habe, ja. Sie haben die Münzenlinie Lynch Street verwendet. So. Aline? Ja, ist dabei. Gut. Ab in den Untergrund. So, was höre ich denn da? Auf jeden Fall kein Cynthia-Geist, das ist schon mal gut. Will ich schon... Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Was ist das denn jetzt? Wo kommt jetzt diese Musik? Was ist denn da los? Kam diese Musik eben. Der Weg ist von Schutt versperrt. Ich komme nicht durch. Cynthia kann ja nicht herkommen. Deswegen weiß ich gerade nicht, was die Musik uns sagen möchte. Das sind doch nur Hundis. Macht mir keine Angst. Grafikbugs haben sich wieder eingekriegt, das erfreut mich gerade sehr. Was ist das denn? Eine Reitgerte. Nehmen Sie sie? Ah, eine Waffe für Eileen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die sowas bekommt. Leicht und einfach zu verwenden. Gute Reichweite könnte sehr schmerzhaft sein. Ja, für die Gegner. Cool, dass die eine richtige Waffe kriegt, wusste ich gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall besser wie eine Handtasche. Bitteschön. Das ist ja mal cool. Das ist jetzt auch ein neues Gebiet, wo wir gerade rumlaufen, meine ich. Die Tür war früher nie offen. Nährstoffdrink. Warum auch immer jetzt so eine Musik kommt, wenn es hier zu Feindkontakt kommt. Der Weg von Schutt versperrt, ich komme nicht durch. Gut, der Hund auch nicht. Dann gehen wir wieder. Cool, das hat mich jetzt gefreut. Neue Waffe hier. Kannst du auspeitschen. Haha. Sehr gut, Aline. So, da hinten liegt ja auch noch was, ne? Aber überall ist versperrt. Also wir werden nicht mehr die ganzen Areale hier frei durchlaufen können, wie ihr merkt. Das ist jetzt schon ein bisschen eingeschränkt worden, aber... Das ist auch gut so, weil warum sollten wir, ne, jetzt hier nochmal in jede Ecke können? Es wurde auch sinnvoll erweitert, sagen wir es mal so. So, und hier ist eine U-Bahn.
Aber ich gucke erstmal, ob wir hier. I used to live in North Ashfield. I used the subway all the time when I was younger. Ob wir hier safe sind. Ich finde cool, dass sie manchmal mit mir redet. Was hat das denn zu bedeuten? $1? Seltsamer Automat. Es steht ein, ja, Dollar darauf, oder? Soll das ein Dollarzeichen sein? Oder eine 18, eine durchgestrichene? Ja, das steht da drauf. Ich habe aber keine richtige Münze. Die wird ja nicht passen. Ich probiere es mal. Nee, natürlich nicht. Hast du Geld, Aline? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht finden wir ja noch einen Dollar irgendwo. Ein Cent. Was auch immer. Ja, die Tür ist fest zu. Ja, also ich habe mir ja vorgenommen, auf Aline gut aufzupassen. Würden wir es nicht tun, ich sage euch das jetzt, weil es hoffentlich ja nicht geschehen wird, und dann werdet ihr das eh nicht sehen. Würden wir nicht gut auf sie aufpassen, dann wäre sie sehr, dann würde sie sehr, sehr schlecht aussehen. Und sie würde auf einmal auch ganz komisch mit uns reden. Sie könnte dann zum Beispiel auch diese Schriften, die wir nicht lesen oder nicht entziffern können, die könnte sie auf einmal dann lesen. Sie wäre dann ein bisschen creepy. Aber all das möchte ich ja vermeiden. Ich wollte euch nur mal gesagt haben, dass es da noch unterschiedliche Möglichkeiten sind. Und es ist, glaube ich, auch, wie gesagt, Ending-relevant. Aber nicht für uns. So, was ist da? Du bekommst sehr viele Kerzen. Ich glaube, ich kann da echt mal eine benutzen. Das nächste Mal. Damit wieder ein bisschen Ruhe in mein Zimmer kommt. So, da wollte ich jetzt aber noch nicht hin. Es gefällt mir, wie ruhig das hier jetzt ist. Ohne Cynthia macht das hier Spaß, ne? Also es hat zwar ein bisschen gedauert und es ist allgemein ein bisschen schwieriger, die flach zu legen, die Geister. Aber man hat dann seine Ruhe. Klar, es könnten noch normale Geister kommen. Hoffen wir das einfach mal nicht. Schade, hier backt es jetzt wieder total rum hier. Der böse Zug. Dann raus hier. Ah, Vorsicht, ich will dich nicht umrempeln. Aber ich will in die Richtung, wo du stehst. So, nee, da ist nichts. Gut. Lass mich mal rüber, vorsichtig. Da liegt eine Kleinigkeit. Mehr kann ich nicht tragen. Shit, das ist die Münze, oder? Ah, das ist ein Schlüsselgegenstand. Soll ich mal was trinken? So einen Nährstoff trinken? Ich kann mich ja eh nicht mehr heilen in der Wohnung, deswegen ist es langsam sinnvoll, sowas mal zu benutzen. Heilt mich nicht mal voll. Naja. Ach nee, das ist ein Heiligenmedaillon. Ja, ich sollte das Zeug jetzt mal anfangen zu benutzen, sonst überquillt das ja nur total. So, hier ist nichts. Hier kommen wir nicht raus. Tür ist zu. Okay, dann müssen wir zurück. Ich glaube, da war aber noch ein Eingang in die U-Bahn weiter hinten. Jetzt rein das Stück. Da was? Na, oder irre ich mich? Ja, da. Oh, ist sie dabei? Das war jetzt ein bisschen. Ja. Das kann, da hinten rennt sie rum. Ah, sie kommt rein. Sehr gut. Da hatte ich Glück gehabt. Wäre da jetzt eine Tür gewesen, dann wäre sie im anderen Gebiet geblieben. Und das ist immer gefährlich. Da hinten ist etwas Auffälliges. Es sieht nach einem Spielzeug aus. Das wäre echt gut, wenn wir da hinkommen. Da. Aileen! So, wir kommen tatsächlich hin. So, dann werde ich auch meinen Schlüssel los und habe wieder einen Platz frei. Haha. In der Kiste ist eine schmutzige Spielzeugmünze. Schmutzige Münze. Schmutzige Münze. Völlig verdreckte Münze. Ich wette, in meiner Küchenspüle bekäme ich sie wieder sauber. Henry, du bist ein Held. Anstatt, dass du das dreckige Ding da einfach in den Automat schmeißt, nee, will er sie erst putzen gehen. In seinem Spukhaus. Huch, das geht ja auf. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum... Okay, schau auf. Hier können wir bestimmt noch irgendwas finden und dann habe ich keinen Platz mehr. Die Zeitung interessiert ihn nicht.
Was sind wir denn jetzt? Ach, einfach mal gucken. Wenn man schon so umständlich hier hinkommt, dann muss doch hier auch was sein, oder? Nö. Sind wir, glaube ich, im Kreis gelaufen. Ich mich nicht irre. Hier? Ach, suchen wir einfach mal weiter. Wird sich schon noch was finden. Eigentlich wollte ich hier raus. Ah, jetzt komme ich doch noch auf die andere Seite. Das ist wohl die Belohnung. Cool. Aber ich will ja eigentlich gar nicht. Ich brauche jetzt unbedingt ein Loch. Gab es hier nicht in der Nähe noch ein neues Loch hier bei der U-Bahn? Ich meine doch. Das wäre jetzt echt super. Da hinten war noch ein Hund. Ich glaube, da hinter mir könnte es eventuell ein Loch geben. Naja, ich mag die neue Gegnermusik. Vorsicht, Aline. Ja, mich darfst du beißen, das ist okay. Klar, dass der jetzt wieder aufsteht. Diesen auspeitscht hier, jawohl. Das hat er verdient. So. Ich brauche ein Loch, ich brauche ein Loch, ich brauche ein Loch. Nein, da ist keins. Was ist das? Munition? Kann ich eh nicht mitnehmen. Ich brauche jetzt unbedingt mal ein Loch hier. Ich hätte echt gedacht, dass hier eins My ist. Leg hurts. Oh, Entschuldigung. Ja, wenn man zu schnell ist, dann. Und hier? Ja, wir haben Glück, Leute. Ah, schön. Ab ins Loch. So. Das heißt, wir putzen jetzt erstmal die Münze. Ich hoffe, meine Spüle spukt noch nicht. Das immer wieder. Und dann machen wir auch Schluss für heute. Das nächste Mal dann geht's mit sauberer Münze weiter. So. Die Spüle ist noch intakt. Ah! Vielleicht auch nicht. Was ist denn hier jetzt Schlimmes? Ich weiß gar nicht. Ich spüle nur meine Spüle. Okay, irgendwas tut ihm da weh. Okay, dann muss ich hier mal kurz, Kerze aufsetzen. So. Das schlechte Gefühl wird schwächer. Es muss diese Kerze sein. Und jetzt heile ich jetzt auch sogar in der Nähe der Herzen. Aber guck mal, wie schnell. Oh Gott, ich muss mich beeilen hier. Ich kann die Münze waschen. Wo ist die Münze jetzt hin? Ach, da. Sie haben die schmutzige Münze mit Wasser gewaschen. Sie haben die 1-Dollar-Münze. 1-Dollar-Münze, Spielzeugmünze, auf der ein... Ja, es ist kein Dollarzeichen, ich weiß, aber... vielleicht wollte jemand 1 Dollar schreiben, ja. So, und die Kerze ist schon wieder weg, aber... Ach ja, es ist jetzt wieder normal hier, man sieht's an den Lichtverhältnissen. Es ist schon wieder das deutlich angenehmere Licht, aber auch halt nur in dieser Region. Da hinten ist immer noch der Spuk. Und 2 weitere Kerzen werde ich dafür bestimmt nicht einsetzen. Okay. Dann heißt es jetzt speichern gehen. Schluss für heute. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Wir speichern das Ganze ab und das war's. Das nächste Mal geht es dann weiter mit Let's Play Silent Hill 4 The Room.